Ihr lieben Menschen da draußen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ship Graveyard Simulator 2. Und es ist schon wieder 10 nach 11, glaube ich, ne? 10 nach 11, genau. Ja, es hat ja wieder lang gedauert, bis ich hier endlich mal weitermachen konnte. Aber ihr wisst ja, ich war im Außeneinsatz unterwegs auf einem Planeten, den es zu terraformen galt. Da sind wir auch noch nicht ganz fertig, aber ich muss ja hier auch mal wieder ein bisschen was dazwischen schieben, nicht wahr? Wir müssen ja auch mal mit diesem Ding irgendwann fertig werden. Das ist gar nicht so leicht. Es ist alles gar nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt. Kommt, Leute, wir müssen das Ding jetzt heute abschließen. Es nützt alles nichts. So, 32 Tonnen sind aktuell auf dem LKW. Nee, Quatsch, im Lager und 29 Tonnen auf dem LKW. Das klingt nicht nur beeindruckend, das ist es auch. So, wir hopsen jetzt mal hier hoch, genau. Ach, schön, Leute, da sind wir wieder. Huch. Ja, stimmt, hier war ja das Nuklearproblem noch irgendwo, oder? Genau, da hinten. Ach, du Heimatland. Wo wollten wir denn eigentlich weitermachen? Weiß das einer von euch? Was ist denn das hier? Ach so, das war dieses Nietending, genau. Wir waren doch unterwegs beim letzten Mal und haben die ganzen... Eigentlich die ganzen Nieten rausgekloppt hier. Also jetzt mal rein theoretisch gesagt. Naja, pass auf. Wir machen das einfach mal so. Und so und so. Und mal gucken, was wir denn heute hier reißen können alles. Dass wir hier zumindest mal ein Stück vorankommen, ne? Ich meine, das ist, wir krebsen ja schon ewig rum mit diesem Ding hier. Und so langsam aber sicher wollen wir mal jetzt hier zum Abschluss kommen mit diesem Schiffchen. Es nützt alles nichts. Ein paar Nieten. So, bitteschön alles rausgekloppt hier. Ich hoffe, das war auch das, was ich beim letzten Mal weitermachen wollte, ne? Nicht, dass ich jetzt hier einfach irgendwas mache, was ich... eigentlich gar nicht durfte, weil ich einen völlig anderen Plan verfolgt habe. Aber naja, wir werden sehen, sprach der Blinde. Hier ist alles soweit gut. Wir gehen mal hier runter. Naja, nützt ja nichts. Wir hatten auf jeden Fall beim letzten Mal, glaube ich, die Stromversorgung gekappt. Das war... Ich hänge hier irgendwo fest. Glaubt ihr das? Da, ich komme nicht weiter. Ich bin zu dick. Bin ein dicker Schiffsbauer. Naja, vielleicht habe ich auf dem Planeten, auf dem wir waren, ein bisschen zugenommen. Das kann sein. Das möchte ich auch nicht abstreiten. Mal her hier. So, jetzt schauen wir mal. Was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn hier los? Hier geht's durch. Ah, hier passe ich durch, ne, wo es schmäler ist. Naja. Es gibt Dinge im Leben, die muss man nicht verstehen. Und da fragt man am besten nicht nach. Es sind Dinge, die sind einfach so... Hui! Hallo? Gib her. Komm, ja. Ah, wir kommen hier durch. Sehr gut. Da können wir nämlich ganz... Was ist das? Du bist ja ein ganz nervöses Rohr. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir los? Nee, komm, weiter hier. Lass mal zumindest mal erstmal die Palette retten. Die Tablette-Palette. So. Ach, wie schön, ach, wie schön. Ja, komm. Und jetzt knallt's. Jetzt knallt es abartig. Oh. Na, süße Palette frei, oder? Jo. Nein, gib mir die Hand, bitte. Gib's mir doch in die Hand, bitte. So, was haben wir hier für ein komisches Gedöns? Ach, das muss ich wegflexen. Und jetzt ist die Brücke auch noch ein... Nein, oder? Das ist ja jetzt semi-produktiv. Na egal, komm, wir machen das jetzt hier einfach mal weg. So. So wie sich das gehört. Wir sind guten indischen... Ich hoffe, ich komme auch aus Indien. Schiffsabwracker. So, zack, weg damit. Ach wie schön, ist doch in Bitterfeld. So. Oh ja, komm hier. Gib es mir. Und schon ist er wieder voll, der Kleine. Ah, das ist ein anstrengender Job, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, das wäre ja... Nein, ne? Nein, das ist tatsächlich... Und das ist genau das Teil, was mich daran hindert, die Tablette rauszuholen, ne? Aber da kenne ich einen Trick. Gib's her, pass auf und raus damit. Ja, die Maus, Luisa.
Ja, du kannst auch wieder jetzt mitarbeiten langsam, ne? Du hast jetzt genug frei gehabt. Und raus mit diesem Teil. Da, 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 du, da, du. Was ist hier? Irgendwas ist hier, ne? Hier komme ich nicht weiter. Der Kran ist gerade beschäftigt. Naja, das ist der Sinn und Zweck. Komm, Sonnenschein, mach ein bisschen hinten. Es ist alles ne, Zeit und Geld und, na, du weißt ja, wie es ist. Na, du weißt ja, wie es ist. Ja, anhängen und tschüss. Sehr gut hast du das gemacht. So, ich trage zu viel. Komme ich ja eigentlich mit einem Haps hoch? Natürlich nicht. Man hätte es ja ahnen können. Warte mal, wir müssen irgendwie, müssen wir jetzt hier rauskommen. Vielleicht. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Naja, pass auf, da müssen wir uns doch hier irgendwo... Irgendwas ist hier faul. Oh. Aha. Und schon der nächste Anspruch. Jawollo. Wir müssen mal gucken, was hier los ist, warum ich hier festhänge. Ich muss ja alles mal ganz vorsichtig rausholen. Ja, seht ihr das, was hier ist? Da ist was. Ja. Das ist ja voll der Beschiss. Ah. Interessant. Oh. War das jetzt gut, was ich gemacht habe? Keine Ahnung. Aber jetzt geht's, ne? Man muss halt nur richtig draufdrücken. So, pass mal auf. Wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Komm her. Du auch? Schon wieder. Das ist lustig. Was Sie hier sehen, wäre Ihr Preis gewesen. So, du auch, darfst auch noch mitspielen. So, haben wir denn hier alles? Kann ich denn jetzt hier ausbrechen? Aus diesem komischen... Schmeiße noch nicht. Wir machen das mal ganz großzügig weg hier. Und dann holen wir uns die Kohlen ab, Leute. Hui. Oho. Ist ein Lärm, oder? Da ist ein Lärm. Oh, das war wohl nicht. So. Hier war doch noch was. Ja. Jetzt zeig mal hier. Ah, schau mal einer an. Nicht entriegelt. Ja, das ist mir klar. Ich will doch nur hier... Jetzt. Oh, hä? Ich glaube, die machen es einem heute nicht leicht hier. Die Schiffsgesellschaft ist bestimmt sauer auf mich, weil ich nicht da war. Hundertprozentig. So. Und jetzt haben die sich gedacht, komm, wir bauen hier so ein paar kleine Fallstricke ein. Vielleicht bricht der Typ sich an den Hals und wir können uns einen neuen besorgen. Aber nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Sowas lasse ich mich ja gar nicht ein. Ich trage zu viel. Natürlich, bitteschön, nimm das mit. Du Lette. Nein, das darf ich nicht machen. Egal. So. So, so, so. Wo könnte man denn jetzt hier mal weitermachen? Strategisch. Wir müssen ja irgendwie da durchkommen. Das ist ja jetzt ein Loch. Da ist ja jetzt ein Loch. Ein Loch. So laut. Warum ist das so laut? Habt ihr die Lautstärke heimlich erhöht oder was habt ihr hier gemacht? Wir haben wieder eine Treppe, siehst du? Herrlich. Ist das herrlich. Gespeichert. Dankeschön, Spiel. Vielen lieben Dank. So. Ach, wie schön. Ich würde sagen, dann hauen wir einfach den ganzen Käse jetzt von... Ah, wir sammeln erstmal auf. Damit wir überhaupt sehen, was wir hier haben. So, komm her. Ein bisschen Frieden. Oh. Ach so, ich trage zu viel. Na, sag es doch. Sprich doch mit mir, ich bin doch da. Dritt, dritt macht er.
Wie schön. Uiuiuiuiui. Ja, ich glaube, da müssen wir uns wirklich langsam vorarbeiten. Es nützt nichts, Leute. Es nützt doch alles nichts. So, pass auf. Wir machen mal jetzt hier von unten die ganzen Litowskis weg. Wisst ihr? Damit wir danach beherzt zuschlagen können. Herrlich, Junge. So, das meine ich. So, ist doch schön, oder? Pass mal auf. Ja, das Händchen. Nicht entriegelt. Das. Jetzt. Also irgendwie. Ah? Rechner spinnt gerade. Das ist nett. Jetzt haut ja gar nichts mehr. Jetzt haut gerade meine Tastatur nicht mehr. Na, was ist denn hier los? Ja, macht mal wieder heimlich Updates. Ohne mich zu fragen. Und das hasse ich ja, ne? Einfach so, ich meine, auf der einen Seite ist das ja ganz cool vielleicht, wenn irgendwelche Sicherheitssachen sind oder so. Aber auf der anderen Seite, da macht einen das schon fertig. Gerade wenn du irgendwas aufnimmst, ne, dass der Rechner dann nicht checkt. Also hier läuft gerade irgendwas. Da hau ich mal nicht dazwischen. Das hat ja selbst Microsoft schon geschafft. Oder Steam. Aber AMD, die sagen, ach weißt du, mir ist das relativ egal, was du gerade machst. Update ist Update. Naja. Irgendwas hat er jedenfalls gemacht. Die RGB-Beleuchtung ging gerade aus und wieder an. Signalisiert in schönem Gelb, dass es doch schon wieder warm ist. Naja, soll er mal machen. Ist ja Garantie drauf. So, wo sind wir denn hier stehen geblieben? Wie komme ich denn da ran? In 2, ich hau mal die Dinger hier weg. Und bon. Na, du auch, komm. Du darfst hier ruhig mitspielen. Wir sind alle gefragt. So, dann können wir doch eigentlich gleich. Nein, nicht zu weit. Nö, nee, Vorsicht. Vorsicht jetzt. So. Nicht entriegelt. Ja, das weiß ich doch. Bleib doch ruhig. Und du auch noch ein bisschen. Jetzt du auch. Du auch. So. 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 Mal einmal die Flexi-Flex in der Hand haben, dann hauen wir doch gleich durch hier. Jetzt, hallo? Bist du ein bisschen zickig heute? Kann es sein? Junge, 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 Junge. Der Rest müsste doch eigentlich butterweich abfallen hier. Da hinten hornt ein Schiff. Ein Hörnchenschiff. Die MS Hörnchen. So. Du da auch durch. Du darfst auch durch. Jawohl, du auch. Und hier ist wieder irgendwo knusprig. Was ist denn das hier eigentlich? Eine Brücke? Na? Boah, hier siehst du ja gar nicht mehr. Das Ding auf Dauerfeuerbetrieb lässt, dann ist ja aber Schicht im Schach. Willst du? Doch, du bist schon. Okay. So, Hämmerchen. Hier piept's immer. Klingt ganz bedrohlich. Oh. Flom, flom, flom. Ihr dürft auch alle weg. So, bitteschön. So, ich werde mich hier gerade wieder verbauen, glaube ich. Ne? Also ich werde mir hier wieder einen Weg kaputt machen. Hatte doch diese kleinen Container gekauft, oder? Hatte ich doch 5 Stück. Da habe ich mir doch die Taschen vollgehauen mit dem Zeug. Boah, sehr schön. Knecker, Knecker. So. Hey, pass auf, da können wir doch die hier auch gleich mit wegnehmen, oder? Wenn wir denn einmal hier unterwegs sind. Oh, ihr dürft alle mit fallen. Der ist doch schon weg, oder? Ja.
Wunderprächtig. Wunderprächtig schmächtig. Aha. Du darfst doch auch. Du bist doch schon längst. Du bist doch schon weg, genau. Ja, mal gucken, ob es inzwischen, ich weiß gar nicht, ob es ein Update gegeben hat, ob dann zwischenzeitlich mal wieder irgendwas passiert ist, physiktechnisch. Ich befürchte es ja nicht. Aber wir sollen ja die Hoffnung nicht aufgeben. Komm her. Oh, das rumst gewaltig. So, schnell die Taschen vollpacken hier. Und wieder voll. Warte mal, ich mache jetzt mal den Trick mit dem Container. Wenn wir den mal hinstellen hier. Irgendwo. Sieht das gut aus? Ich glaube, das sieht gut aus. So, rein damit. Zack. Sehr gut. Brauchen wir dann nur abzuckern lassen. Das ist doch besser, als wenn ich jetzt hier jedes Mal wie so ein kleines, ne? So ein Grashüpfer durch die Gegend renne hier. Das ist ja auch das Ziel dieser Dinger, ne? So. Komm her. Naja. Upp. Das hättest du jetzt auch nicht werfen brauchen, weißt du? Wir waren ja davor. So. Dann können wir doch den ganzen Käse hier gleich entriegeln. Upp. Und dann zerren wir das einfach weg und dann haben wir nämlich unseren LKW hier vorn. Dann ist alles dufte. 168, 199. Zack. Rein mit dir. So, ihr kommt auch noch mit. Ihr dürft da auch drin wohnen. So, bitteschön. Weißt du, wir räumen erstmal schnell auf. Lass uns doch einfach mal aufräumen. So. Dufte. Einfach dufte. Halt, hier ist auch noch was. 199. Perfekt. So, komm mal her, du Flammi. Flambiergerät. Und jetzt? Hallo? Ja, hä? Da, Hanhä. Richtig. Jetzt aber los. Da könnte ich da eigentlich gleich umparken. Jetzt mal so gefragt. Dann nehmen wir das noch mit hier. Schau mal. Au, 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 au. Au, 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 au. Was ist denn jetzt? Wie schaut's denn aus? Kollege. Sehr schön. Und dann haben wir doch einen idealen Zugang, oder? Oder ist das zu hoch zum Hopsen? Ja, probier's doch einfach aus. Es passt. Okay. Diese Fragerei. So, warte mal. Ja? Ja? Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ist es hier auf dieser Baustelle? Na, wo, wie, was? Aber ist, solange der das, den Quatsch da macht, holen wir uns mal den Auftrag eben ab, ne? Der hat ja zu tun hier. Ich bin Superman. Ausfallschritt, Entschuldigung. Sollte ein Tanzschritt werden. Und, oh, daneben. Ach. So, Kontakté. Bitteschön. Und dann haben wir noch hier Kokaini, ne? Ne, haben wir schon. Aber 4 Kilo Säure. Wegen 4 Kilo, weißt du? Da hätte er doch sagen können, stimmt so. Nö. Es ist furchtbar. Und dann parken wir gleich um. Sehr gut. Oh, hier musst du aufpassen, dass du hier nicht stolperst, ne? Ah, ist das schön. Oh, wir können doch auch schon, glaube ich, ne? Warte mal. Ne, das sah aber jetzt wirklich so aus. Dann eben nicht. Oh, komm her, mein Freund. Er springt sofort an, ne? Der ist sofort springt er an. Das ist Wahnsinn.
Also das ist wirklich noch Qualität, ne? Hat auch frisch lackiert, das Ding, alles herrlich. Also manchmal... Oh, hey, sachte, ja. Sind Sie bitte ruhig. Nehmen Sie mal schön geschmeidig, Kamerad. Kamerad Turnschuh. Nicht hier den Wackelmann machen, ne? Schön ruhig. So, rein mit dir, du kleines Biest. Oh. Na, ja, aber du musst schon treffen. Ha? Und der da? Ding, 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 ding. Wunderschön. So. Einer muss ja wieder den Lachs machen hier, ne? Einer muss wieder... Ich trage überhaupt nicht zu viel. Das wüsste ich doch. Ja, jetzt. Oh. Ich glaube ja nicht, dass das in echt so knallt, ne? Ich glaube es ja nicht. Ja, das nehme ich auch mit. So, wie sieht's denn hier aus? Wie sieht denn das hier aus? Das ist schon noch ein E, hä? Nicht entriegelt. Okay. No problem, Sir. Ihr seid alle so übermotiviert. Was ist denn hier los? Das ist Revolution. So, pass auf. Meine geschmeidige Flex flext wieder rum. Sehr schön. Achso, wenn ich das merke, na so, ich brauche ja keine Treppe mehr, brauche ich eigentlich nicht mehr. Also, eigentlich nicht. Aber die hat natürlich auch überhaupt gar kein Interesse daran, jetzt hier runterzufallen, ne? Nein. Komm her. 182. So, höp. Noch nicht voll. Sehr gut. So, der nächste Kollege. Aber da sollten wir warten mit dem Abholen, ne? Sonst, weil da steht ja noch der ganze Container drauf. Oh. Oh, das knallt, ja. Vom Feinsten. So, wie schaut's denn hier aus? Ach, da steht das Ding drauf. Okay, da müssen wir eh noch warten. Den Kollegen noch weg. Da glaube ich besser beraten, wenn ich hochgehe, ne? Jetzt nur so ein Gefühl. Das haben wir alles vergessen hier, oder was? Das ist ja wieder eine schlampige Arbeit hier. Nanu? Achso. Dachte schon, ich kann zaubern. So. Ach, den haben wir schon. Okay. Also das macht Krach, als würde hier die Welt zusammenbrechen. Dabei sind das gerade mal ein paar so Streben. Das ist ja. Vielleicht sind auch meine Kopfhörer einfach zu laut. Kann auch sein. Aber an einen Fehler meinerseits kann ich da nicht denken. Die ist da oben. Okay. So. Dann kommt ihr noch mit. 81 Kilo. Du kommst auch noch mit. Aber ich wollte ja darüber, ne? Ich wollte ja darüber. Aha. Au, weg die. Was ist denn hier los? Okay. Naja, dann. Wieder das Wunderwerk der Technik. So, da haben wir alles. Klupp. Der saugt das Metall auf, ne? Ihr hört das auch, ne? So. Da ein Hämmerchen und da ein Hämmerchen.
Nein, nicht so übertreiben jetzt direkt. Ich trage zu viel. Ist der jetzt mal endlich voll? Ne. Dieser Container ist ein Wunderwerk der Technik. Du kleiner kommst noch. Jawohl, und hopp. Noch nicht voll. Ist ja kein Problem, nicht, gell? So, warte mal. Mal gucken, wie wir hier vorgehen. Sie hat ein gutes Vorgehen. Okay, der ist da. Lob. Komm her. So, dann müssen wir uns langsam an diesen Atomkern rantasten. So richtig langsam. Aber erst einmal könnten wir eigentlich noch mal hoch. Bist du denn hier verein? Komm mir vor wie Spider-Man hier. Nur besser. Habt ihr gesehen, ne? Viel besser. Nein. Bitte hier nicht, ne? Mich ankokeln. So. Er ist immer noch nicht voll. Immer noch nicht voll. Was ist denn das hier eigentlich für ein Ding? Das müssen wir doch wahrscheinlich auch rausheben, ne? Ja. Oh. Ja, das ist ja jetzt blöd. Ach komm, jetzt sei doch nicht so. Ich muss da ganz vorsichtig. Da kann ich schon mal die Winde verwenden und dann habe ich eine verwendete Winde zum Wenden. Finden. Aber ich muss erstmal diesen Container voll kriegen hier. Ja, endlich. Auch mit dir. Ja, am Park geht's dann auch weiter. Ja, da ist euch. So, pass auf. Da haben wir das Ding. Dann nehmen wir hier einfach den hier, ne? So, Füßen. Zieh. Ball? Okay. Daneben nicht. Das andere da drüben ist wahrscheinlich noch nicht so weit, ne? Ne. Kann ich ihn auch anschießen? Ne. Okay. Hey. So. Genau, nimm mit. Nahunga, jawohl. So, das andere Teil da drüben, das müsste doch eigentlich auch schon abgefallen sein. Jetzt mal so. Oder hängt das noch an diesem Pseudo-Ding hier? Verwinde. Und Winde verweht sozusagen. Hey. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie bitte geschmeidig. So, was haben wir denn hier? Alarmchen. Na, das kriegt man doch noch hin hier. Ich fühle mich so verstrahlt. Ich fühle mich voll erwärmt. Ist das die globale Erwärmung, von dir, von der alle reden? Und tschüss. Oh. Bin voll verkokelt. Unser Kranmann juckt es nicht. Ach Mensch, mach mal in der nächsten Folge weiter. Oh, tschüss.